Hallo und herzlich willkommen zum spontanen Video. Das allererst, ich habe das Ganze jetzt nachgesprochen, mein Sound war irgendwie verzogen, also irgendwie neben der Spur, was auch immer. Shadowplay hat mal wieder Kack gebaut, was auch immer. Egal, das Video ultra krass gerade entstanden. Ihr werdet es nicht glauben, ich glaube selber nicht, keine Ahnung, was passiert ist. Schreibt in die Kommentare, was ihr denkt, was passiert ist oder was auch immer passiert ist. Ich spreche das jetzt auf jeden Fall ein bisschen nach und ja, hoffe, das kommt einigermaßen. Also ihr seht hier direkt mein Inventar. Da ist ein Haufen Trash drin, wie immer. Aber ihr seht, keine Keys sind drin. Wir haben hier 4 Kisten, auch keine Filter oder irgendwas drin, dass man sagen könnte, okay, ich habe die Keys ausgeblendet. Und ja, 3 Seiten ohne Keys, komplett leer. Ich kann auch hier nicht weiter nach links. Das ist nur 3 Pages. So, und dann öffnen wir mal die erste Kiste, ne? Krass, ich keine Ahnung, was da passiert ist. Und hier direkt mal eine fette AWP rausbekommen. Ja, haut mal eure Meinungen in die Kommentare. Mich würde echt interessieren. Ja, scheiß auf Keys. Als wäre Kisten noch so geöffnet. Hatte das schon mal jemand von euch oder hat jemand schon mal was ähnliches gesehen? Und es ist auch kein scheiß Photoshop oder was weiß ich was. Oder irgendein Hack von wegen, ich kann Kisten ohne Ding öffnen. Ich habe keinen blassen Schimmer, was da passiert ist. Jo, deswegen, ich wollte es einfach mal teilen, habe es spontan noch aufgenommen. Kriege ich natürlich auch wie gewohnt nur noch Scheiße zum Ziehen. Aber ja, wie ich fand, das schon krass jetzt. Komischerweise, also hier sind immer noch keine Schlüssel. Komischerweise bei der letzten musste ich jetzt den Schlüssel kaufen. Aber kein Plan, was bei den vorigen Kisten war. Wäre fett gewesen, wenn ich dann Ultra das Knife rausgezogen hätte oder so. Aber ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall gebt einen Daumen hoch, schreibt in die Kommentare, was ihr dazu denkt, was ihr davon haltet. Und danke fürs Einschalten. Ciao.